bei mir war es damals extrem so, dass ich mich nicht so wirklich selber vielleicht ernst genommen habe oder mich selbst nicht so wirklich sehen konnte und nicht so, also mich auch sehr irgendwie an negativen Dingen dann aufgehangen habe und das so ein bisschen nicht das Vergangene hinter mir lassen konnte, sondern das immer wieder geholt habe und das immer wieder so für mich präsent war. Und das ist für mich heute so, so wichtig, dass man irgendwie mehr zu sich, also mehr bei sich ist und sich auch selbst so akzeptiert und respektiert und sich selbst auch die Aufmerksamkeit schenkt und ja, an sich selber glaubt, so würde ich es eigentlich sagen. Und nicht immer die Rosinen, immer die negativen Sachen rauspicken. Genau. So ja, sondern dass man einfach cool mit sich selbst ist. Weil ich glaube, also dann wirkt das auch alles viel einfacher, weil es kann das Schlimmste auf der Welt passieren. Aber wenn du damit vernünftig, also wenn du damit umgehen kannst, dann kannst du das, dann kann dein Leben trotzdem cool sein. So weißt du, was ich meine? Ja. Also ja, genau. Und ich glaube, das ist so das, was meine größte Problemzone war und jetzt besser ist, auch wenn man immer mal wieder eine Krise hat. Aber das ist normal. Das ist ja, also wenn man die ganze Zeit von sich überzeugt ist, dann ist da irgendwie so. Nee, das wäre nicht so.